Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Transhumanismus. Der Transhumanismus gliedert sich grob in drei Richtungen, in drei transhumane Pfade. Und hier wird davon ausgegangen, dass der Mensch sich weiterentwickelt, und zwar einmal als genetisch neuer Mensch, als implantierter neuer Mensch und als digitaler neuer Mensch. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich an. Aber zunächst einmal ein Blick auf das, warum die Menschheit das eigentlich machen sollte. Hier wird davon ausgegangen, dass wir nach drei Dingen streben, die uns der technische Fortschritt ermöglicht. Ein bisschen gepaart mit eben dem Kapitalismus können wir nach diesen neuen Zielen streben, nämlich nach Unsterblichkeit, nach Glück und nach Göttlichkeit. Um das zu erreichen, haben wir eben diese drei Möglichkeiten, die ich eben angesprochen habe. Beim genetisch neuen Menschen befinden wir uns natürlich in so etwas wie dem Genome Editing. Also es geht darum, Designer-Babys zu erschaffen. Der Mensch erschafft sich neu, beispielsweise mit der Genschere CRISPR. Dazu schreibt hier eben Zeit Online oder ist schon ein bisschen her, die Welt von morgen schafft sich der Mensch selbst. Möglich macht das eben eine neue Gentechnik, CRISPR. Erst vor wenigen Jahren hatten Forscherteams entdeckt, wie das Ganze eben tatsächlich funktioniert. Und jetzt gab es ja 2018 dann diesen großen Skandal, wo ein chinesischer Forscher berichtet hat, dass eben Zwillinge zur Welt gekommen seien, wo gezielt ein Gen ausgeschaltet wurde. Und die Wissenschaftler arbeiten eben mit dieser Genschere, auch gerade wenn es jetzt aktuell um Corona geht, wird damit gearbeitet. Das heißt, CRISPR ist Alltag, international ist das Ganze eben schon Praxis in der Forschung und der Deutsche Ethikrat beschäftigt sich natürlich auch damit. Doch nicht nur in der Forschung gibt es das Ganze, sondern es gibt auch so Do-it-yourself-Kits für zu Hause. Hier kann man dann tatsächlich eben mal Gen-Engineering zu Hause ausprobieren, kann man sich im Internet bestellen. Man sollte allerdings darauf achten, ob das in dem Land auch erlaubt ist, dass man das bestellt. Das ist zum einen der genetisch neue Mensch. Der andere Pfad ist dann eben der implantierte neue Mensch oder häufig bekannt auch als Cyborgs. Das heißt, wir haben Prothesen und Implantate, die eben aus Technik bestehen. Eine Konvergenz von Bio, Nano und Informationstechnologie. Damit können wir zum Beispiel kognitive Fähigkeiten erweitern, künstliche Sinnesorgane einsetzen oder Nanoroboter injizieren, die dann eben reparieren oder stärken. Und am Ende haben wir irgendwie so ein Mensch-Maschine-Hybrid, was dabei rauskommt. Der digitale neue Mensch ist tatsächlich noch ein bisschen abgefahrener. Hier geht es um quasi einen Upload des Bewusstseins in digitale Techniken. Hier wird davon ausgegangen, dass wir irgendwann eine Sprunginnovation haben können und dann tatsächlich das komplette Gehirn emulieren können. Und das Gehirn wird hierbei als austauschbare Hardware verstanden, auf der eben die Software des Bewusstseins läuft. Und dementsprechend kann ich die Software auch nehmen und auf eine andere Hardware setzen. Neuroscan soll eben eine Emulation des Gehirns auf einem Rechner ermöglichen und somit eine digitale Unsterblichkeit. Oder man kann ein Backup von sich selber machen und wenn man dann stirbt, gibt es einen ja immer noch digital, zumindest von dem letzten Stand, den man da hatte. Außerdem wird davon ausgegangen, dass wir irgendwann, die Zahlen widersprechen sich ziemlich, eine technologische Singularität erreichen. Das heißt, es wird eine künstliche Superintelligenz geben, die dem Menschen überlegen ist. Und unter technologischer Singularität werden da eben auch unterschiedliche Zukunftsvisionen zusammengefasst. Der Grundgedanke ist aber ein relativ alter, nämlich dieses Gesetz hier, das aussagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise ungefähr alle 2 Jahre verdoppelt, mit eben minimalen Komponentenkosten und das kann man dann tatsächlich eben auch nachweisen oder nachvollziehen, dass das lange Zeit der Fall war und dass man eben davon ausgeht, irgendwann ist es soweit, dass wir eine technische Superintelligenz haben. Wir haben schon einzelne Ansätze tatsächlich eben in der Realität.
die in die Richtung Transhumanismus gehen. Nicht nur diese Genschere, sind auch verschiedene Projekte, die versuchen, Mensch und Maschine zu verschmelzen. Zum Beispiel hier vom MIT gibt es das Projekt Alter Ego. Und da sollten Sie sich auf jeden Fall mal ein YouTube-Video dazu anschauen. Das ist ziemlich krass. Da geht es eben jetzt noch um eine außerhalb des Körpers getragene quasi Schnittstelle, über die man ohne wirklich zu reden mit Maschinen, mit dem Internet verbunden ist und dann eben mit digitalen Assistenzen in Kontakt treten kann. So eine Art Gedankenübertragung zwischen Mensch und Maschine, da gibt es ganz spannende Demos. Die Idee des Transhumanismus finden wir nicht nur in Literatur, Film und in Computerspielen wieder, da werde ich gleich drauf kommen und ein paar Dinge vorstellen, sondern es gibt zum Beispiel auch eine transhumane Partei, die gesagt haben, wir müssen uns eigentlich mit diesen ganzen Dingen auch auf politischer Ebene auseinandersetzen und die aktuellen Parteien bilden das einfach nicht ab. In der Literatur findet man dann eben auch diese drei transhumanen Pfade wieder, zum Beispiel in Quality Land. Daraus möchte ich ganz kurz was vorlesen. Denise streichelt sanft ihren dicken Babybauch. Und können Sie uns schon sagen, was es wird? Der Gynäkologe blickt auf den Monitor. Ja, natürlich, wenn Sie das schon wissen wollen. Manche Eltern lassen sich ja gerne überraschen. Wir wollen es wissen, nicht wahr, Martin? Martin grummelt etwas Unverständliches, nickt aber. Es war ein langer Tag, er ist müde und will es einfach nur hinter sich bringen. Also, was wird es werden? Fragt Denise. Der Arzt räuspert sich, dann sagt er, es wird wahrscheinlich eine drogensüchtige Sexarbeiterin ohne Kontakt zu ihrer Familie, mit gelegentlich wiederkehrenden Depressionen und einer besonders ausgeprägten Freude an alten romantischen Komödien mit Jennifer Aniston. Das war der prognostizierte Lebenslauf. Anschließend wird Ihnen angeboten, dass man da ja was machen könnte. Genetisch kostet natürlich Geld, aber auch sowas kann man dann eben beeinflussen. Die Idee dahinter ist so eine Art liberale Eugenik. Der Mensch muss eben kein Produkt staatlicher Kollektiventscheidungen sein, sondern kann auch als Aggregat einer Vielzahl elterlicher Entscheidungen gedacht werden. Des Weiteren haben wir dann Computerspiele, die die Thematik verarbeiten, wie hier Deus Ex oder Romane wie Unsterblich oder eben auch Walk Away, wo es auch um den Kampf um die Unsterblichkeit geht und um den Upload des Menschen, die digitale Simulation der Menschen. Das war ein ganz kleiner Einblick in das große Feld des Transhumanismus.